Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu Nintendo Switch Sport. Ja, das Spiel ist seit gestern bei mir draußen. Ich wollte das Spiel zumindest einmal spielen. Falls sich irgendwer fragt, warum spiele ich das alleine, ganz einfach, meine Kollegen wollten sich das Spiel nicht kaufen. Und ja, jetzt muss ich online mit Leuten spielen. Ich habe offscreen alle Tutorials, die es zu den Spielen gibt, einmal gespielt. Es gibt 6 Spiele. Ich hätte jetzt die Auswahl, ob ich jetzt hier gegen Comms spiele oder gegen Spieler. Und natürlich spielen wir gegen andere Spieler. Das hier ist übrigens mein Char. Den habe ich schon angepasst. Man hätte auch Mii nehmen können, aber ich wollte lieber so einen. Ich überlege gerade, ob ich mein LAN-Kabel eben kurz anschließe. Wartet! Ich glaube, es ist eine bessere Idee, wenn ich eben kurz mein LAN-Kabel anschließe. Weil das ist eine stabilere Verbindung. So. Ja, hier können wir jetzt ein paar Sportarten machen. Mal ein bisschen Kleidung erspielen. Kann dann halt meine Charaktere anpassen. Und derzeit gibt es halt nur 6 Spiele. Shambara, Fußball, Volleyball, Badminton, Bowling und Tennis. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Projekt halte. Nur bei Fußball und Shambara brauche ich eigentlich beide Joy-Cons. Ich würde sagen, wir machen das so, dass ich mit Volleyball anfange, dann Badminton, Bowling. Dann gehe ich so rum, Tennis, Shambara und als letztes Fußball. Sind wir alle damit einverstanden? Gut. Ich weiß, wie jedes Spiel funktioniert. Bei Volleyball brauche ich nur einen, das heißt, ich tue eben kurz einen Joy-Con beiseite. Im Übrigen, fürs Fußball, ich habe nicht dieses Zusatzzubehör zum Schießen, ganz einfach. Erstens habe ich mir gedownloadet und zweitens hätte es eh keinen Sinn gehabt. Da ich eh nicht genügend Platz hätte, um hier rumzuschießen. So, ich hoffe, ich schaffe das Spiel. Ich habe das Tutorial gespielt. Ich kann nur gewinnen. Und ich weiß, wie das Spiel funktioniert. So, Jackie, wir machen diese beiden fertig. Ich habe das Tutorial gespielt und eine Runde gewonnen. So, Zeit für den Aufschlag. Dafür muss ich hoch und dann zack. Okay, gleich baggern. Hier, komm. Oh, der war schön und drin. Ich bin aber viel zu früh gesprungen. Viel zu früh. Wo kommt der hin? Oh, ich bin gut. Naturtalent. Also ich kann ja mal fragen offscreen, ob Sunny beispielsweise mal Lust hätte vorbeizukommen, dass wir dann mal eine Runde zusammenspielen. Das könnte ich machen. Ja, das war zu scheiße. Ey, bisher habe ich jeden Schmetterball durchgekriegt, ne? Ich bin noch Anfänger, Leute. Ich habe nur das Tutorial gespielt. Okay. Der war schön. Oh, die haben ihn mal bekommen. Nein. Ah. Komm, hau ihn rüber. Ja, gut so, Jackie. Das hast du fein gemacht. Hier, es gibt auch natürlich Emotes, die man machen kann. Mehr Interaktion gibt es hier in dem Spiel nicht. Ne, zu früh. Kollege. Ah, scheiße. Das war schlechtes Timing. Drin! Bei 5 Punkten hat man gewonnen. Und das haben wir jetzt gerade. Ihr habt gut gespielt, Leute.
Haben wir gut gemacht, Jackie. Erste Runde, erster Win. Ah. 36 Punkte und wenn man hier halt die 100 erreicht, dann kriegt man ein neues Item. Also ich kann mir halt gut vorstellen, mal mit Kollegen das zu spielen. Bei lokal und mit Freunden kann man aber nichts freischalten, kann ich euch jetzt schon sagen. So, als nächstes Badminton. Das ist ganz einfach. Einfach wie ich schlage, so schlägt auch der Spieler. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht gerade schlagen. Wir spielen gegen die muntere Abby. Badminton. Ich habe ehrlich gesagt da nicht durchgeblickt. Da gab es auch kein Tutorial zu. Einfach so, wie ich den Schläger halte. In Real Life. So passiert das auch dort. So, wie immer 5 Punkte. Komm. Nope. Ja! Er hat ihn irgendwie hochgeschlagen. Ich verstehe das selber nicht so ganz. Nope. Nein, Abby, du kriegst keinen Punkt. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Ich nicht aufgeben. Niemals. Übrigens, mit dem Stoppball, dann fliegt er ein bisschen langsamer, der Ball. Ja, und wenn der so fliegt, dann kann ich ihn schmettern. Ich weiß nicht aber, was die Voraussetzungen dafür sind, dass er so fliegt. Eventuell, wenn man einen schlechten Stoppball macht. Nein, böse. Ich versuche die ganze Zeit mit Stoppbällen so ein bisschen auszutricksen. Niemals! Du kriegst keinen Punkt! Komm, flieg mal! Ja! Also bisher richtig gut. Ich weiß nicht, warum ich so ein Naturtalent bin, ne? Ich schlage einfach nur den Ball. Nein! Ich bin hingeflogen! Wieso fliege ich hin? Jetzt habt ihr auch einen Punkt. Nein, meine perfekte Serie. Ich habe einfach nur noch geschmettert. Schmettern ist, wenn ich von oben nach unten schlage. Das habe ich jetzt verstanden. Und hoch damit. Ah, ich hab nicht geschmettert. Komm! Ja! Gewonnen! Spielende! Perfekto! Na gut, einen Punkt hat die Abby. Aber trotzdem, das lief doch richtig gut. Und natürlich für den langen Ballwechsel gibt es natürlich auch einen Bonus. So, als nächstes Bowling, da bin ich mir nicht sicher, ob ich genügend Platz habe. Und ganz ehrlich, ich bin immer ganz scheiße Bowling. War ich bei Wii Sports schon. Mit wie vielen Leuten spielt man Bowling denn? Mit 2. Oh, mit richtig vielen. Warte mal. Ich mache hier einen Cut und wir machen daraus die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß beim Zusehen. Bei Bowling wird ein bisschen dauern. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!